Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier zu diesem Abend zum Thema Wikipedia und Wissenschaft. Es steht hinter diesem Titel ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen und vielleicht sind wir dann am Ende dieses Abends dazu gekommen, dass wir sagen, vielleicht wäre der Doppelpunkt das richtige Zeichen, das man dahinter setzen könnte. Wir möchten nämlich ausloten, wie das Verhältnis ist, einerseits zwischen Wissenschaft, zwischen Archiven und andererseits zwischen Wikipedia. Also Verotari, was genau sind denn die Ziele und was machen Sie jetzt in Ihrer konkreten Arbeit? Genau, also die Ziele sind ganz genau so, wie das auch international der Fall ist. Also wir stehen wirklich für das Verbreiten von freiem Wissen und auch die Öffnung dieses Wissens in verschiedenen Bereichen. Wir sind natürlich ein, wie wir so sagen, Grassroots-Movement. Das heißt, wir sind eigentlich da für die Community und schauen, was da für Bedürfnisse sind und in welche Richtung wir gehen wollen. Und als solches haben wir natürlich einmal die Community als Schwerpunkt, für die wir verschiedene Dinge machen. Und andererseits eben auch, was wir GLAM nennen. GLAM sind dann die Galerien, Bibliotheken, Archive und Museen. Da gibt es viele Programme, viele gemeinsame Projekte und auch ein großer Bereich, der jetzt aufgekommen ist, der nennt sich Education, wo wir wirklich auch mit Universitäten, in Schulen und so weiter für dieses freie Wissen eintreten und verschiedene Projekte umsetzen. Und was antworten Sie, wenn die Frage kommt, warum sind Sie überhaupt da? Genau, also ich bin jetzt seit ungefähr einem Jahr oder ein bisschen mehr dabei und ich sage, wir müssen uns um Dinge kümmern, die ein einzelner Freiwilliger nicht so in der Art machen kann. Wir haben zum Beispiel auch jemand, der für die ganze Copyright und Freedom of Panorama und so weiter in Brüssel eintritt und da seine Arbeit macht, hier in der Schweiz eben auch in dem Bereich mehr präsent sein, uns mit anderen vernetzen, mit Organisationen, die gleiche Ziele haben und in die gleiche Richtung schreiten und eben versuchen, größere Projekte an Land zu ziehen, wo wir dann auch wieder zum Beispiel Geld für verschiedene Projekte aus der Community an Land ziehen können. Was wäre das so für Sie? Was ist das Zentrale der Strategie, die Sie jetzt formuliert haben? Ja, also für uns ist es wirklich sehr wichtig, glaube ich, jetzt auch im Bereich GLAM, Galerien, Bibliotheken, Archive und Museen weiterzuschreiten. Müssen Sie den Begriff GLAM erklären? GLAM ist das Englische für Galerien, Bibliotheken, Archive und Museen. Das ist eigentlich nur die Abkürzung. Wir machen schon ziemlich viel mit Archiven. So wie heute der Archivtag ist sehr wichtig, dass wir schweizweit Dinge organisieren. Und das ist uns sehr wichtig, dass wir immer mehr schweizweite Aktivitäten auch an Land ziehen können. Und auch im Bereich jetzt Education, vor allen Dingen verschiedene Projekte wie Wiki2Learn, Wikidata und so weiter, auch sehr vermehrt hier in der Schweiz anbringen können und damit mit großen Institutionen zusammenarbeiten können. Wie geht denn das? Also wie kommt ein Artikel zustande? Jemand schreibt und dann schreiben andere weiter. Im Idealfall ist es so. Heute ist es wahrscheinlich weniger der Fall, dass Leute das weiterschreiben, weil es gibt auch in der Wikipedia ein bisschen diesen Drift nach unten. Also es arbeiten immer weniger Leute an Wikipedia mit. Also heute müsste man, wenn man einen Artikel schreibt, auch wirklich schauen, dass der fertig geschrieben ist, dass man selber auch die Verantwortung übernimmt, einen Artikel auch fertigzustellen. Wie man das macht, ist eigentlich relativ einfach. Ich kann einen Suchbegriff eingeben. Wenn der nicht kommt, kommt irgendwo die Möglichkeit, Sie können aber einen Artikel erstellen. Und da können Sie draufklicken und dann haben Sie dann ein weißes Feld vor sich und Sie können da reinschreiben. Sie müssen nicht mal ein Konto anmelden, das geht auch. Also in deutschsprachigen Wikipedia geht das ohne, dass man einen neuen Artikel schreiben kann. Aber aufgepasst, das heißt nicht, dass wenn man einfach was reinschreiben kann, dass es da keine Regeln gibt. Das heißt, man muss schon auch sich bewusst sein, was darf man schreiben, was darf man nicht schreiben, was ist überhaupt erwünscht. In der deutschsprachigen Wikipedia gibt es beispielsweise diese Relevanzkriterien. Etwa so 2007, 2008 wurde sehr stark diskutiert, was möchten wir eigentlich in dieser Wikipedia drin haben? Was ist eigentlich der Umfang einer Enzyklopädie? Also ich möchte nicht jeder Hundefriseursalon möchten wir aufnehmen und auch nicht jede Person, die jetzt gerade irgendwie die erste Roman versucht zu schreiben, ist relevant. Also wir haben bestimmte Kriterien, ab welchem Zeitpunkt wir finden, das gehört jetzt in eine Enzyklopädie. Sie sagen, wir haben Kriterien. Wer ist das wir? Ich spreche hier von der Community. Das ist, was Jenny schon angesprochen hat. Was ist die Community? Das ist ein bisschen ein schwieriger Begriff in der Wikipedia. Community, so wie ich das auch sehe, sind die Gruppe von Personen, die
sich auf dieser Plattform Wikipedia einbringen, und zwar mit Texten oder auch argumentativ, also die zum wiedergehörenden Stammnutzerschaft hinter einer Sprachversion von Wikipedia gehört. Wie schützen Sie sich denn gegen bösartige, verleumderische oder Einträge oder einfach auch Spinner? Also grundsätzlich, ich als Administrator habe keine inhaltliche Kompetenz. Ich kann nicht sagen, das ist jetzt die Wahrheit, das schreiben wir rein und das möchten wir nicht haben, sondern es ist eben die Community im Hintergrund, die das diskutiert auf der Diskussionsseite, und ich gehe dann eher schlichtend rein und sage, jetzt müsst ihr zuerst diskutieren, was ihr da drauf bringt. Und da geht es natürlich schon darum, wer hat das bessere Argument. Also wer kann besser belegen, dass seine Version tatsächlich stimmt. Wikipedia ist sehr transparent, man kann hineinschauen, man kann schauen, sind da gewisse Dinge umstritten, ist das Ganze verzerrt, wer ist überhaupt an meiner Führerschaft, da muss man aber mehr verstehen, als einfach nur auf die Seite zu gehen und lesen, wie wenn es irgendwie ein Text wäre in einer Zeitung, sondern da muss ich verstehen, wie geht das System, und dann kann ich mehr Informationen hinausziehen. Und dann sehe ich, ist das ein umstrittener Artikel oder ist das eben kein umstrittener Artikel? Und das hat das zum Beispiel jemand geschrieben, 90% vom Text stammt von irgendeinem Wissenschaftler, oder ist das ein Flickenteppich von irgendwelchen Leuten, die da hingegangen sind, irgendwas mal reingeschrieben haben? Wo sehen Sie da in der ganzen Fülle von historischen Dokumenten, Quellen, Texte quasi, wo sehen Sie den Wert von Wikipedia, den Stellenwert? Ich glaube, es gilt einmal zu unterscheiden zwischen Wissensvermittlung und Geschichtsvermittlung. Das ist schon mal wichtig. Also werden bestimmte Geschichtsbilder über Wikipedia vermittelt und welche? Und das andere ist reines Faktenwissen. Natürlich werden Daten andauernd nachgeschlagen, irgendwelche Orte, wann war denn das nochmal genau und so weiter. Das ist klar, das ist sozusagen so eine alltägliche Routine. Ich sehe das bei den Erst- und Zweitsemestern, dass die häufig Wikipedia als Autor benutzen. Ja? Also das ist so eine Art Superautor, Wikipedia hat gesagt. Und das vermischt sich aber immer mehr mit dem Internet an sich. Also ich glaube, dass die Studierenden häufig gar nicht mehr so richtig unterscheiden, ist das jetzt Wikipedia oder ist das bei Google rausgekommen sozusagen. In der Lehre habe ich es jetzt mal in einem Seminar so benutzt, das habe ich natürlich einer Kollegin geklaut, aber dass ich den Studierenden angeboten habe, sie können selber Wikipedia-Artikel schreiben. Das war ein Seminar zum Thema Hunger und der Artikel war erstaunlich schlecht oder also ja, dünn, nicht besonders gut. Ich muss sie ja gar nicht angucken. Also das war kein besonders guter Artikel. Und weil die Studis hatten natürlich nachgeguckt, was steht zum Seminarthema bei Wikipedia, das waren schon ältere. Und dann habe ich gesagt, okay, dann könnt ihr die Artikel schreiben. Und das war eine ganz interessante Erfahrung, weil natürlich die ganzen Prozesse der Auswahl, was soll da rein, wie lang soll so ein Artikel sein, die ganze Vermittlung von historischem Wissen natürlich die ganze Zeit zur Diskussion stand. Denn man kann natürlich nicht sagen, es ist ja völlig klar, dass Hunger ausbricht, wenn es zu wenig Nahrungsmittel gibt. Das ist ja in der Forschung längst widerlegt, beziehungsweise umstritten. Und dann sind natürlich die Fragen, wie kann man jetzt aber das Wissen so aufbereiten, dass es für alle interessant ist und nicht nur für dieses spezialisierte Seminar. Und da sind wir dann natürlich sehr schnell auf den neutralen Standpunkt gekommen, dass wir den gar nicht finden können, sondern dass wir Forschungskontroversen darstellen müssen. Und ja, das ist eben eine interessante Erfahrung, dass der Versuch, wirklich Wissen für alle, die es irgendwie interessiert, auf eine möglichst neutrale Art und Weise darzustellen, dass wir da eigentlich schnell dran gescheitert sind. Wie sieht das bei Ihnen aus, Herr Kilchner? Sie sind ja ein erfahrener Enzyklopädist. Wir können auch auf die vielleicht bekannteste Vorgänger-Enzyklopädie zurückverweisen, auf die von Diderot d'Alembert. Die ebenfalls kollektiv verfasst ist. Man kann vielleicht sagen, wahrscheinlich ist es eine der ersten kollektiv verfassten Enzyklopädien, auch demokratisch. Par une société de gens de lettres heißt es im Untertitel, also eine Gemeinschaft von Gelehrten. Eine Gelehrtengemeinschaft, die das gesamte Wissen versucht, lexikografisch zu erfassen und in einer Form darzubieten, die nicht mehr davon ausgeht, dass das Wissen eine systematische
feste Form hat, sondern dass es eben, und das ist vielleicht wiederum analog, vor allem zugänglich gemacht werden muss. Der Access, der Zugang zum Wissen ist das Wichtige und auch dieses demokratische Moment hat da schon bestanden. Aber eben, großer Unterschied, es sind die Experten. Und das finde ich das für mich Schwierige, dass die Wikipedia eine recht undurchschaubare Mischform ist von Halbexperten, Laien und natürlich auch Experten. Ich will jetzt unter Experten nicht nur Professoren verstehen, die gibt es, glaube ich, im geringen Zahl wahrscheinlich auch, die für Wikipedia schreiben. Ich habe irgendwo gelesen, es sind ganz wenige. Ich kenne auch jemanden, der ein Slawist, der wie wild geschrieben hat in Tübingen. Der Slawist, der hat gesagt, also Freizeit heißt für ihn nächtelang Wikipedia-Artikel schreiben. Sowas habe ich sonst nicht angetroffen. Aber eben, diese Spannbreite zwischen Laien und Halbexperten und Hobby Schriftstellern in diesem Bereich, diese Community, wie Sie sie nennen, das ist, glaube ich, der große Unterschied. Aber jetzt könnte man ja sagen, da ist eine Schwarmintelligenz am Werk, oder? Die Summe der Köpfe, die bringt dann doch etwas. Bei den Enzyklopädisten war es eine Gruppe von Gelehrten, aber die hatten ja auch ihre Einschränkungen und ihre Beschränkungen. Ja, es ist in beiden Fällen, man kann sagen, ist es eine Schwarmintelligenz, eine kollektive Intelligenz, eine Demokratisierung und das ist auch nur gut zu heißen. Also ich will nicht die Expertenkultur dagegen stellen und sagen, wir müssen daran festhalten. Aber ich glaube, das ist trotzdem die Schwierigkeit, dass die Expertise eben nicht überall gleich gegeben ist. Und man kann das ja bei den Artikeln, jeder, der die Wikipedia benutzt, sieht diesen Unterschied, dass es eben Laienartikel gibt, dem die Laienhaftigkeit sofort ansieht und man weiß, den kann man eigentlich gar nicht gebrauchen. Man kann dann vielleicht noch in die englische wechseln oder in die französische oder wo auch immer und sieht, da gibt es auch bessere Artikel dazu. Das ist mir relativ oft passiert, also gerade in der englischen, die ist dann doch in vielen Sachen dann genauer, exakter, weil dort wahrscheinlich mehr schreiben, einfach die Community größer ist. Ja. Mehr Potenzial hat, aber ja, vielleicht so viel. Ja. Herr Spohler, wie nutzen Sie oder wie verwenden Sie Wikipedia? Wir benutzen das natürlich auch eben alltäglich. Ich habe vorher in der Kaffeepause gefragt, wer benutzt Wikipedia? Haben alle aufgestreckt, mehrmals täglich, oder? Also wenn wir auch Bestandesinformationen, Hintergrundwissen zu diesen Nachlässen oder Bestandesbildern haben, dann schaut man sehr oft da schon auch nach, oder? Das ist so das eine, dass wir das benutzen als Informationsquelle. Andererseits versuchen wir jetzt auch im Moment selber unsere Artikel, also nein, ich muss es anders sagen, wir erarbeiten ja in einem Archiv die sogenannten Bestandesinformationen. Also wir schreiben Kurzbiografien der Nachlassgeber oder wir schreiben Geschichten von Institutionen, deren Archiv wir haben. Und das ist eigentlich ein Wissen, das wir jetzt auch versuchen, systematisch irgendwie in Wikipedia zur Verfügung zu stellen und zu vernetzen mit unserer eigenen Online-Datenbank. Also Sie verwenden... Wir verwenden es, aber wir wollen vor allem eigentlich uns besser verlinken und vernetzen mit Wikipedia. Ich habe das eigentlich damals gemacht, als das HLS noch, also das Historische Lexikon der Schweiz, in Entstehung begriffen war und ich das die Archivleitung übernommen habe, da habe ich gesehen, wir haben das überhaupt nicht vernetzt, oder? Und wir haben aber zu all diesen Personen, wo wir die Biografien erarbeiten, haben wir einfach ein Expertenwissen und das sollte vernetzt werden mit dem Historischen Lexikon. Das haben wir dann getan, ab dem Buchstaben S, oder was vorher schon publiziert war, konnten wir nicht mehr reinbringen. Und das machen wir jetzt eigentlich auch mit Wikipedia, wo wir denken, wir wollen die Artikel, die noch nicht bestehen, zu relevanten Personen, von denen wir Nachlässe haben, die wollen wir selber schreiben. Und wir wollen aber auch dort, wo schon Artikel bestehen, aber zum Beispiel das Archiv für Zeitgeschichte nicht erwähnt ist, obwohl wir den Nachlass dort haben, das verlinken. Also so ein gegenseitiges Geben und Nehmen, das ist eigentlich unser Ziel. Aber Sie erwarten dann auch, wenn Sie so etwas schreiben, dass da etwas zurückkommt, dass das jemand liest und sagt, ja Moment, da stimmt etwas nicht oder da habe ich Zusatzinformationen vor. Das ist natürlich schon, es gibt ja so Untersuchungen, ich meine, nur Informationsquelle 1 für wissenschaftliche Informationen ist irgendwie bei 80% der Gesamtbevölkerung ist einfach irgendwie das Wikipedia und das heißt, wir hoffen, dass die Leute natürlich uns auch eher finden, weil sie bei Wikipedia suchen und nicht auf unserer Archivdatenbank, die nicht ganz so bekannt ist. Wie ist das bei Ihnen in der Bibliothek, im Archiv? Ein Spezifikum der deutschsprachigen Wikipedia, das eigentlich ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, ist, dass eben in dieser Sprachvariante, lassen wir schon den Gong,
dass in dieser Sprachvariante eben auch Institutionen eigene Accounts eröffnen können. Also nicht nur Personen, Individuen können da Beiträge leisten, sondern eben auch Institutionen wie zum Beispiel die ETH-Bibliothek. Und hat dann da einen institutionalisierten Zugang, was eben die Möglichkeit eröffnet, zum Beispiel auch große Bestandesmengen, digitalisierte Bilder oder auch Quellen, zum Beispiel nach Wikimedia Commons hochzuladen. Also man kann da irgendwie so zu Informationsspendern werden. Also die ETH-Bibliothek ist, glaube ich, der größte Bildspender der Schweiz für Wikimedia Commons. Und man sieht dann da, dass diese Bilder, die eben auf der Bilddatenbank Wikimedia Commons bereitliegen, dann auch intensiv genutzt werden, in die Wikipedia-Artikel eingebettet werden, da verlinkt werden oder auch digitalisierte Quellenbestände eben mit den Artikeln verbunden werden und so einfach häufiger entdeckt werden, halt die viel größere Reichweite haben als über unsere eigenen Publikationsplattformen. Also Sie nutzen beide quasi Wikipedia, um bekannter, einerseits natürlich Ihre Sache an die Öffentlichkeit zu tragen, das ist ein billiges und weit gelesenes Medium, und auf der anderen Seite hat es auch einen gewissen PR-Effekt, oder? Also man nimmt sie wahr, das stellt international fest, es gibt die und da können auch Beziehungen entstehen. Könnte man das so sagen? Also genau, das ist ein Teil Ihrer Strategie? Genau, das ist ein Teil unserer Strategie, also dahin zu gehen, wo eben die Leute sind, wobei das eigentlich immer eine Doppelstrategie ist. Also wir haben nicht, also Wikipedia ist jetzt nicht unsere einzige Digitalisierungsplattform oder so, die wir anbieten, sondern wir haben unsere eigenen Systeme und aus diesen Systemen nehmen wir dann eben gewisse Bestände oder Teile davon und speisen die dann eben auch in Wikipedia ein. Sie haben ja von Seite Wikipedia gesagt, wir sind nicht zitierfähig, das beanspruchen wir nicht, aber wir sind ein Nachschlagewerk. Und ein Nachschlagewerk, das ist auch sowohl für Leute, die wissenschaftlich arbeiten, also um erste Informationen zu haben, Fakten, Daten etc. Wenn das stimmt, dann findet man das ja. Es stellt sich die Frage, wie wäre das Zusammenspiel jetzt für Sie günstig oder wie wäre es vielleicht zu verbessern, einerseits für die Archive, für die Wissenschaft, und für Wikipedia, dass das für beide eine Win-Win-Situation wird. Und wo hört es dann auf? Oder wo sagen Sie da, sind dann Grenzen? Also Frau Krüger, was sehen Sie da für Möglichkeiten, wo man das vielleicht noch intensivieren, verbessern, verändern könnte? Ja, das ist wirklich schwer zu sagen, denn für mich ist es eigentlich wichtig, dass die Studierenden lernen, dass nicht das einzig relevante Wissen gesichertes Wissen ist, was man umgehend verwerten kann. Also das widerspricht eigentlich genau so einer Idee von einem Nachschlagen über alles. Und gesichertes Wissen, das kommt einfach ganz schnell an seine Grenzen, wenn es um historische oder gesellschaftliche Prozesse geht. Wer entscheidet denn, ob der Herero-Krieg ein Kolonialkrieg war oder ein Genozid? Daran hängen aber Restitutionsklagen, daran hängen riesige politische Debatten. Und vielleicht wäre gedient, wenn man aufgeben würde, diese Vorstellung, dass gesichertes Wissen neutral dargestellt wird. Denn man muss, um Neutralität erreichen zu können, eine Abwägung machen von Forschungspositionen und damit macht man eine eigene Gewichtung und damit ist es nicht mehr neutral, sondern die eigene Gewichtung. Und vielleicht wäre es zielführend, wenn man tatsächlich diese unterschiedlichen Standpunkte darstellt und dann vielleicht zwei Artikel hat, damit dann Leute tatsächlich unterschiedliche Positionen wirklich als Positionen erkennen. Das habe ich aber nicht wirklich durchdacht, ich weiß es nicht. Es ist eben wirklich ein wunderbares Nachschlagewerk, das ist völlig klar. Vielleicht sollte man das auch nicht überfrachten, Wikipedia. Für mich ist einfach wichtig, dass die Studierenden nicht das Gefühl haben, nur Wissen ist relevant, was gesichert ist und nachzuschlagen und schnell. Ja, und einfach, ja, und dann ist es. Ja, wäre das eine Option, dass man halt davon ausgeht, man stellt verschiedene Standpunkte dar und macht die dann auch als Standpunkte klar und sagt, es gibt die Meinung und die Meinung und die Meinung. Es hat solche Ansätze schon gegeben und in der englischsprachigen ist das eher auch so, dass das getan wird, dass man verschiedene Positionen darstellt. In der deutschsprachigen kämpft man eher um diese neutrale Position.
Ich denke, das ist einfach auch vom Aufwand natürlich nicht so tätig. Wir sprechen von Autorenverlusten und jetzt müssen wir noch unterschiedliche Standpunkte darstellen. Ich denke, man muss eher damit lernen, mit Wikipedia eben so umzugehen, dass das eben nicht die einzige Wissensquelle darstellt, sondern dass ich durchaus auch alle anderen konsultieren muss. Und ich denke, es ist eher die Haltung, die man vielleicht eben nicht verteufeln im Sinne von, du darfst das überhaupt nicht verwenden, sondern man muss eigentlich eher damit lernen, was kriege ich da überhaupt, wenn ich da nachschlage. Und eben, ich als Autor, ich lese ja Artikel völlig anders. Ich lese es ja immer im Hintergrund davon, was könnte ich daran ändern oder wie müsste man es verbessern oder finde ich den jetzt total schlecht oder finde ich den gut, oder? Und ich denke, so muss es auch jeder andere lesen. Es ist auch völlig klar, dass man so damit umgeht. Wie sieht das aus Sicht der Archive aus? Also denken Sie Dinge, die Sie sich wünschen, denken, das könnte man eigentlich verbessern bei Wikipedia oder wir könnten etwas tun, was Wikipedia hilft? Ich würde vielleicht gleich zuerst nochmal schnell zu der Diskussion was sagen. Also ja, bitte. Also Archivposition, also mir ist das irgendwie... Ich kriege das jetzt nicht so ganz zusammen, die Argumentationen, und mir scheinen sie jetzt auch sehr defensiv zu sein von Wikipedia. Also einerseits wird gesagt, wir bringen gesichertes Wissen, das ist der Anspruch. Andererseits, es ist nicht zitierfähig. Und auch das jetzt von Ihnen, also ich kriege diese Position nicht richtig zusammen. Also entweder ist es gesichertes Wissen, dann ist es auch zitierfähig. Sie sagen, wir wollen die Qualität erhöhen. Ist dann ein historisches Lexikon als Nachschlagewerk nicht zitierfähig, oder? Also ich kriege irgendwie das alles nicht so ganz zusammen, es ist mir zu defensiv. Ich würde sagen, Wikipedia ist zitierfähig, oder? Es ist die Fähigkeit... Man braucht aber die Fähigkeit, das zu beurteilen, was dort drin ist. Und das brauche ich aber auch beim historischen Lexikon. Ich muss mir auch dort eine Meinung bilden können. Also ich sehe da nicht einen fundamentalen Unterschied, sondern eher ein bisschen Widersprüche jetzt in den verschiedenen Positionen. Also wenn Sie eine Seminararbeit haben, die 90% aus der Britannica zitiert, dann würden Sie auch sagen, das ist wahrscheinlich ungenügend, oder? Also es geht auch ein bisschen darum, dass das, die Rolle eines Nachschlagewerks ist nicht die wissenschaftliche Quelle zu sein für weitere Forschung. Das Zweite kommt dazu, dass es wahnsinnig schwierig ist in der Wikipedia, wenn da neue Erkenntnisse gearbeitet werden muss, noch zu entscheiden, was übernehmen wir und was ist jetzt dann wirklich eine Randforschung, die oder nicht mehr. Es geht darum, einfach auch diese Qualität zu haben, dass man sagt, nein, es ist eben gesichert, heißt, es ist irgendwo auffindbar und nochmals nachlesbar, dass es irgendwo von außen mal in die Welt getragen wurde und nicht, dass denn der Autor seine Erkenntnisse, die er irgendwie gewonnen hat, dann erstmals auf Wikipedia veröffentlicht. Das ist das gesicherte Wissen, darum geht es. Und man möchte auch nicht eine Meinung haben, die vielleicht nicht sehr wissenschaftlich ist oder die so umstritten ist, dass es wirklich nur eine ganze Minderheit ist, die möchte man dann auch nicht gleichwertig in der Wikipedia dargestellt haben, wie dann die Mehrheitsmeinung. Herr Kilger? Ja, ich wollte zu dieser Diskussion vielleicht nur das noch beitragen, dass vielleicht gerade daran anschließend gesichertes Wissen, das ist natürlich keine Fiktion, aber es ist mit Sicherheit auch eine Frage des Standpunktes, glaube ich, soweit sind wir auf jeden Fall. Und ich glaube, das Entscheidende ist angesichts dessen die Frage, nicht nur die Produktionsseite, also wie sehen diese Artikel aus, qualitativ, sondern auch, wie werden sie verwendet. Und aus wissenschaftlicher Sicht, und vielleicht nochmal gesagt, ist es zitierfähig natürlich im gewissen Sinne, wie andere Lexikonartikel das auch sind. Vielleicht etwas problematischer, weil es halt keine klare Zuordnung gibt, weil die Autorschaft nicht klar ist. Aber das spielt vielleicht nicht ganz die Hauptrolle. Ich denke eher, dass problematisch, denke ich, wird es an dem Punkt, wo die Verwendung nicht mehr kritisch erfolgt, wo so eine Art Copy-Paste-Philologie entsteht, wo man das einfach so übernimmt und inkludiert und eigentlich dann eben nicht das Zitieren ist das Problem, sondern das ohne Anführungszeichen Zitieren. Und das passiert natürlich schon. Und da werden wir oder müssen wir alert werden als Betreuer von Arbeiten, wenn die Copy-Paste-Philologie um sich greift und nicht nur von der Wikipedia, sondern überhaupt das Internet so als eine
diffuse Quelle verwendet wird. Und dann ist natürlich etwas anderes in Gefahr geraten, nämlich die eigenständige kritische wissenschaftliche Arbeit. Ja, bitte, Herr Gasser. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also das ist ja dann die Informationskompetenz der Nutzerinnen und Nutzer. Wie werden solche Artikel überhaupt gelesen und rezipiert? Und ich finde, das ist eigentlich eine spannende Schnittstelle auch zwischen Forschung und zum Beispiel Bibliotheken und Archive. Also wer übernimmt überhaupt diese Aufgabe der Vermittlung von Informationskompetenz? Also so Quellenkritik ist ja eigentlich eine so eine Art traditionelle Aufgabe auch der Vermittlung im Geschichtsstudium beispielsweise. Ich habe das ja auch irgendwie mal mitgekriegt. Andererseits kann man sagen, okay, das ist auch eine Aufgabe, die vielleicht Bibliotheken übernehmen können oder so. Also ich denke, da sehe ich noch so ein bisschen ein Feld, in dem es sich lohnt, vielleicht nochmal drüber nachzudenken. Gut, wir eröffnen nochmal die Runde. Also ich finde Wikipedia ein sehr spannendes Projekt und ich hoffe eigentlich, dass das irgendwie weitergeht, also dass man diese Schwierigkeiten überwinden kann, eben vom Autorenschwund, von der Qualitätssicherung, also wir sprechen ja über 2 Millionen Artikel in der deutschsprachigen Wikipedia, eine Riesenaufgabe. Und daneben sehe ich so für die Zukunft eigentlich so ein bisschen eine Entwicklung Richtung Wikidata, das wurde vorhin schon kurz genannt, weil für mich ist das so ein bisschen so die Essenz des Faktenwissens, das eben in Wikipedia drinsteckt, also eigentlich nur das Skelett der Artikel ohne den Text, ohne den interpretativen Text drumherum. Und ich glaube, es gibt eine sehr starke Entwicklung für semantische Suchfunktionen, Linked Open Data Funktionen, die eben genau auf dieses Wissen spezialisiert und sich dafür interessieren. Und Archive haben sehr viele gesicherte Metadaten, die man da ganz schnell und ganz rasch einspielen kann. Haben Sie auch einen Wunschzettel für Wikipedia? Also ich kann mich eigentlich dem nur anschließen, was Michael Gasser gesagt hat. Ich sehe aber wirklich ein Problem bei der Frage der Aktualisierung der Daten. Oder? Je mehr das wächst, umso mehr Artikel Sie haben, umso größer ist das Risiko, dass das eigentlich auch irgendwie veraltet, oder? Und das, wie man das in den Griff bekommt, oder? Das sind ja auch Fragen, die sich andere Online-Lexika stellen. Das weiß ich nicht, wie Sie das lösen wollen. Das ist da ein großes Problem längerfristig. Was hätten Sie für Empfehlungen, wenn Sie jetzt Wikipedia etwas empfehlen könnten aus Ihrer Sicht, Herr Kilcher? Ich fand jetzt den Vorschlag, Wikipedia in Zusammenhang zu stellen mit anderen, vielleicht vergleichbaren Plattformen im Internet, finde ich schon sehr wichtig. Es ist ja nicht ein isoliertes Projekt, sondern es ist parallel zu vielen anderen analogen Projekten entstanden, die das Internet vielleicht insgesamt zu einem Ort machen, wo Wissen vermittelt wird und wo Wissen archiviert wird. Und ich glaube auch eben die Verknüpfung mit den Primärdaten, mit den Quellen, die ist schon spannend. Ich meine, wir kennen natürlich, wenn wir digitale Bibliotheken, eingescannte Daten, die viele Bibliotheken anbieten, auch die ETH-Bibliothek mit ERARA etc., das ist natürlich ein interessanter Ort, aber wenn das verknüpft ist, dann wird es vielleicht noch spannender. Ich finde, diese Verknüpfung wäre echt, das wäre ein echtes Projekt. Und vielleicht will ich an der Stelle noch etwas sagen. Wir haben überhaupt nicht über das Technische gesprochen. Was ich so spannend an der Wikipedia finde, ist im Grunde eigentlich der Hypertext, also sprich die Linkstruktur. Das ist das, was die Wikipedia jeder anderen Enzyklopädie in der Form voraus hat. Ich kann zwar blättern in einem Wörterbuch, ist aber viel mühsamer, als wenn ich auf diesen Link klicke. Das finde ich eigentlich Nonplusultra am Gebrauch, an der Nützlichkeit. Frau Krüger, haben Sie auch noch einen guten Tipp für Wikipedia? Eine Empfehlung, was würden Sie sagen, das wäre noch gut, wenn ihr das machen würdet? Ich wollte erst noch kurz auch ein Lob aussprechen. Das ist wirklich einfach zu verstehen, wie das geht. Das finde ich eben auch gut von der technischen Seite. Ich habe mal irgendwo was korrigiert. Ich glaube, ich habe von mir einen Aufsatz da reingeschrieben. Und das war wirklich sehr, sehr einfach. Das finde ich gut. Ich finde die Diskussionsseiten ausgezeichnet. Beim Artikel Siedlerkolonien ist der Diskussionsartikel viel interessanter als der eigentliche Artikel. Den haben wir auch schon im Seminar benutzt. Ich wollte nur noch ein Problem auch nennen, wenn ich das darf, weil wir auch so harmonisch sind. Ich finde eben wichtig, klar zu machen, dass Wissen eine Quelle hat und die Quelle ist nicht Wikipedia. Und ich finde einmal wichtig, dass wir eben diese Verknüpfung mit den Primärquellen haben, dass aber klar ist, dass diese Artikel, egal wer die verfasst, dass dahinter Forschung steht und Forschung kostet. Und Grundlagenforschung steht immer mehr in der Kritik.
Und wenn dann herangezogen wird, ja, das steht ja bei Wikipedia oder das kann man in populären Büchern so schnell produziert gut nachlesen, dann gibt es das Problem, dass immer mehr verschwindet, dass Leute eben forschen und Forschung kostet und diese Forschung dann abgeschöpft wird in populären Büchern und in Enzyklopädien, in Nachschlagewerken. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir ganz deutlich machen müssen. Und was die Geschichte betrifft, eben sehe ich die Gefahr, dass in den Artikeln steht, so ist es gewesen. Und das ist dann klar. Und wenn wir da die Verknüpfung mit den Primärquellen haben, ist es sehr nützlich, glaube ich. Wäre das sehr nützlich. Ja. Herr Rieser, der Vorschlag noch, der kam, dass man auch angibt, dass das nicht einfach aus der Luft kam und die Community das alles erfunden hat, sondern dass auch die Community sich auf Forschungsergebnisse stützt. Wäre das eine Möglichkeit, dass man das noch ein bisschen transparenter macht? Also grundsätzlich, eben ich finde, das ist ja eigentlich schon transparent. Das wird ja wenn man die Artikel, die wirklich die guten liest, dann sieht man ja unten die ganzen Quellenverweise auf diese Forschungsquellen. Und ich denke, es ist eher ein bisschen eine Sozialkritik, wenn man davon ausgeht, einfach ich gehe Google und dann die ersten zwei Links ist dann Wikipedia und dann habe ich es dann begriffen und das ist es dann. Und ich denke, das ist vielleicht ein, ja, das ist nicht unbedingt das Problem der Wikipedia. Wikipedia hat die Pflicht, auch auf diese Quellen zu basieren und eben nichts Eigenes zu erfinden. Und Qualitätsansprüche kommen auch immer mehr in der Wikipedia, auch innerhalb der Community. Das heißt, ich möchte nicht irgendein Lehrbuch populärwissenschaftliches, sondern ich möchte dann wirklich die Grundlagenforschung zitieren. Also von dem her sind wir schon auf diesem Weg. Auch für Sie noch die Schlussfrage, was wünschen Sie sich für Wikipedia? Die sind ja sehr engagiert, werden Stunden oder zigtausend Stunden verbringen für Wikipedia, unentgeltlich. Also was wünschen Sie sich, wie das weitergeht mit diesem Enzyklopädie? Also ich persönlich wünsche mir, dass das Profil des Wikipedianers sich ein bisschen so wandelt, dass auch andere Leute, vor allem auch sehr viel aus dem akademischen Umfeld, den Einstieg finden, um diese Plattform auch weiterzubringen. Also jetzt ist alles auf Freiwilligen getrieben und vor allem auch sehr viel auf Freizeit bezogen. Vielleicht schafft man das auch in Zukunft, dass man das innerhalb dieser im hochschulischen Bereich oder auch sonst im Gedächtnisinstitutionsbereich, dass da auch Ressourcen frei sind, um diese auch wirklich weiter zu pflegen. Und eigentlich so auch ein qualitativer Zusatzgewinn an Autoren schafft. Jan Ebermann, Sie hatten das Anfangswort und das Schlusswort. Was wünschen Sie sich für Wikimedia, Wikipedia? Na, ich finde auf jeden Fall, es findet gerade eine internationale Strategiefindung auch statt. Ich finde es wahnsinnig spannend, sich die Frage zu stellen, wo sind wir alle zusammen im Jahr 2030? Und ich finde das überaus interessant und bin auch sehr begeistert, dass wir da eine Rolle spielen können in diesem ganzen globalen Wissen und Wissen verteilen und wie die Projekte alle zusammenhängen. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, auf diese sehr kreativen Projekte, die aus der Community auch kommen, die dann vorangetrieben werden. Ich sehe viel Zukunft jetzt auch für Projekte wie Wiki2Learn zum Beispiel, wo man kollaborative Textbücher kreiert und zusammen mit Studenten und Professoren und so weiter eine ganz andere Art und Weise erschafft, wie Wissen eigentlich weitergegeben wird oder erstellt wird und so. Und das finde ich sehr spannend und wünsche mir dafür auch eine gute Zukunft. Gut, wir treffen uns hier in dieser Runde wieder im Jahr 2030, um zu sehen, wo wir stehen, was sich alles verbessert hat. Ich danke Ihnen ganz herzlich, den beiden Damen und den vier Herren, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns so ausführlich und auch kritisch zum Teil über Wikipedia informiert haben. Applaus